Ich habe jetzt an der Stelle eine Formel für, hier habe ich die scheinbare Helligkeit und hier die Strahlungsleistung und es gibt eine zweite Formel, also umgestellt. In dem Video erkläre ich, wie man von hier nach hier kommt. Rein mathematisch gibt es eine Aufgabe. Ja, also E1 durch E2 ist Q hoch M1 M2 und Q soll dann C hoch 2 Fünftel ungefähr 2,51 sein. So, also hier umstellen. Das heißt erstmal dividiert durch minus 2,5. Dann habe ich M1 minus M2 durch minus 2,5 ist 10er Log E1 durch E2. Und an der Stelle, weil dieses Minus nervt, deswegen haben die aus M1 minus M2 ein M2 minus M1 gemacht. Also minus 1 ausgeklammert. Ja, so, also hier minus 1, minus 1. Ja, und dann dreht sich's oben um und dann ist unten das Minus weg. Einfach nur, dass es schöner ist. So sind wir. Gut. Also ich habe hier M2 minus M1 durch 2,5 ist gleich, habe ich vergessen, 10er Log E1 durch E2. Und jetzt 10 hoch das Ganze, weil dann der 10er Log wegfällt. Also 10 hoch M2 minus M1 durch 2,5. 10 hoch 10er Log fällt weg. Dann habe ich E1 durch E2 und ich muss jetzt irgendwie noch so in diese Richtung laufen und das geht so. Ich habe hier so die Potenzgesetze. So, ein bisschen Platz. Also das ist 10 hoch 1 durch 2,5 in Klammern M2 minus M1 ist E1 durch E2. Weil das ist einfach x hoch 2 hoch 3 ist x hoch 2 mal 3 und deswegen kann ich das so machen. Und der Teil, das ist das Q, das in der Aufgabe gegeben ist. Ja? Also das kann ich jetzt schöner schreiben als, das ist ja 1 durch 5 halbe und deswegen ist es 1 durch, also 2 durch 5, ja, Doppelbruch. 2 durch 5, dum, dum, M2 minus M1 gleich E1 durch E2 und E hoch 2 Fünftel ist ungefähr diese 2,51. Also das ist jetzt eigentlich die gleiche Formel, nur umgestellt. Ja, also wir hatten zuerst die da oben und jetzt haben wir die da unten und haben mit der Kern der Aufgabe, der Kern ist dieses 10 hoch, um den 10er Log wegzukriegen.